Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Genau. So, Brombeere. Weißt du, wo sie wohnt? Ich gehe mal bei ihr zu Hause nachsehen, ob sie da ist. Oh. Ja. Pierre wünscht sich Goldsterngemüse. 25 Stück. Und Robin will 1000 Stück Holz. Das dafür, könnten wir tatsächlich zusammenkriegen. Ja. Oh, da ist Penny. Läuft gerade mit den Kindern. Du hast dich an meinem Geburtstag erinnert. Das freut mich. Danke. Bitte. So, ich bin bei Stufe 95 angelangt. Oh, nicht schlecht. Ich frage mich, ob es nur 100 gibt oder ob es danach noch welche gibt. Oh, sollte vielleicht nicht unbedingt weitergehen. Ich habe nicht mehr viel Leben. Noch ein bisschen Gold mit und dann. Ich geh mal kurz den. Lachs abgeben. Ich bin ja gleich da. So, wo ist jetzt die Penny? Sie war gerade bei den Kindern. Ein Geschenk? Danke. Okay, Golden, also Gottes Lachs ist nicht den Lachs, den er sucht. Okay. Ja, dann tue ich die nächsten Tage noch ein bisschen fischen. Ja. Gut. Wo ist das Haus von der Penny? Weißt du das? Das ist der Wohnwagen. Ach so, sie wohnt da mit dabei, okay. Ja, mit der Mutter zusammen. Nicht zu Hause, okay. Süßkartoffeln muss ich anpflanzen. Ich glaube, ich nehme die zwei Aufträge auch an. Ich habe die bis jetzt noch nicht angenommen. Oh. Ich dachte, man kann beides nehmen, aber nein. Ich habe Piers Auftrag genommen mit den 25 goldenen, oder? Gemüse in Goldqualität ernten. Er muss es ernten. Oh. Ich hätte doch die 1000 Holz nehmen sollen. Ja. Ja, und ich finde Penny nicht. Das ist alles verschlossen. Die ist nicht in der Bar. Toll. So, kriegt halt nichts von mir. Ey, die hat sich nicht gezeigt, ja? Also. Ja, ich habe ja nichts dagegen. Haselnuss.
So, natürlich noch ein bisschen fischen in der Nacht. Vielleicht gibt es da noch ein paar spezielle Fische. Ja. Oh, es wird spät. Ja. Und Schwarzbarsch. Oh, Iridiumqualität. Okay, du hast sehr viel Glück bei den beim Angeln. Ja. Manche Leute sagen, ich wurde geboren mit einer Angelrute in der Hand. Die Lügen. Andere sagen, das hat sich irgendjemand ausgedacht, der zu viel Alkohol gesoffen hat. Ja, vielleicht war es auch ich. Okay. Ah, sehr gut. Hast du dir schon das Gold hier aus der Kiste rausgenommen? Ja. Das sind nochmal 17 Golderz. Ah, warte. Nochmal. Hier. Ich hab's rausgeschmissen. Ich war ja wieder in der Mine. Ich werde nächsten Tag wieder in die Mine gehen, weil ich endlich runter will auf die 100. Sehr gut. Ich geh mich ins 20 Minuten Kuscheln. Hast du noch. Ja. So, sehr gut. Im Nase nichts verkauft. Oh, und meine Spitzhacke ist soweit. Ah, nice. Ich habe leider nicht volle Energie. Das finde ich echt scheiße. Muss ich mal kurz im Bett chillen. So. Hallo, ich würde meine Kühe gerne eine spezielle Leckerbissen gönnen. Sie sind so gute Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Sie lieben das Zeug. Danke. Was zum Geist am Rand? Ich habe keine Ahnung. Gut, So, 3 weitere Sprinkler gemacht. Das Problem, wir haben jetzt genug Goldbarren und Eisenbarren. Was wir aber nicht haben, sind die anderen Barren. Welche? Dieses Quarz, genau, Quarz heißt es. Ach so, doch. Ist auch relativ einfach zu machen, tatsächlich. Ja. Hast du die von mir schon rausgenommen? Scheinbar schon. Du musst einfach nur Quarz in deinen Ofen reinpacken und dann kriegst du das Zeug, was du meinst. Das, wie heißt es? Ach, keine Ahnung, wie das gerade heißt. Quarzbarren? Keine Ahnung. Oder reines Quarz oder irgendwie sowas. Okay. Ah, ich muss meine Spitzhacke abholen. Ist das, ach, ein Herz. Ah, Mittwochs Ruhetag. Okay. Ah, verdammt.
So. Ah, ich habe einen Diamanten gefunden. Sehr gut. Noch ein violetter Pilz. Oh, Gold. Oh, gar nicht mal wenig. 10 Goldstücke aus 2 Erzen bekommen. Das ist sehr gut, würde ich sagen. Ja, ist nicht gerade wenig. Oh, kommen die ganzen Fledermäuse. Ja. Nein, das will ich nicht verkaufen. Das hier, okay, gut. Ja, Amarant. Weiß nicht, was Amarant bedeutet. Helles Bier. Zuerst einmal muss ich meine Spitzhacke abholen gehen. Huh. Seufz, wie soll ich an diesen Brief da hinten kommen? Ich schaffe das, Herr Müllner. Ja, bitteschön. Ich hätte es auch selbst geschafft und ich kann mich auch sicherlich alleine bewegen. Für wie zerbrechlich hältst du mich? Ine? Hast du uns beobachtet? Hab ich, das war sehr nett von dir, Penny. Du hättest ihn in Ruhe lassen sollen, jetzt ist er beleidigt. Ich spaziere nur etwas herum und bin mit meinen eigenen Dingen beschäftigt. Ah. Ich kann George verstehen, aber es war wirklich nett von Penny. Ich sage, es ist nett von dir, Penny. Danke. Ich wünschte nur, George wäre nicht so aufgebracht. Ich wollte nur helfen. Ja, ich weiß. Aber... Seufz, es tut mir leid, Fräulein. Ich hätte nicht so wütend werden sollen. Im Alter wird man gebrechlich. Es war eigentlich ziemlich nett, dass du mir geholfen hast. Schon in Ordnung, Herr Müllner. Ich verstehe es. Aber versteht sie es auch wirklich? Weiß nicht. Ich wette, war nicht immer im Rollstuhl. Es muss schwierig sein, alt zu werden. Ich denke lieber nicht darüber nach. Es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt. Deswegen sollten wir Respekt vor dem Alter haben. Ich würde lieber jung sterben. Nee, Respekt vor dem Alter. Das ist nett von dir. Ich stimme dir voll und ganz zu. Wir sollten unsere Älteren den gleichen Respekt entgegenbringen, den wir uns irgendwann erhoffen. Ja. Nun... Es war interessant, mit dir zu reden, Edel. Ich sollte gehen. Ciao, Penny.
Ah. Es war schön gut und all das Zeug, aber... Jetzt ist es zu spät für meine Axt abzuholen. Ja, meine Spitzhacke. Schlecht. Ja. Oh, verdammt, ich bin schon fast tot. Nein. Ich bin noch gar nicht durch. Vor allem, dass das jetzt halt hier... Wenn ich jetzt hier noch durch das Level gerade durchkomme, dann bin ich bei Stufe 100. Oh, ich riskiere es einfach mal. I risk it for the biscuit. Ja, und du kannst ja schnell wieder zurückkommen mit den Minencards. Naja, ich werde halt dann was zahlen müssen, um mein Schwert wieder zu bekommen oder so. Aber naja. Du bist gestorben? Nee, wenn es halt so wäre. Hm. Ah, das könnte tatsächlich gerade knapp werden. Obwohl, was ich gehe über die Treppe runter. Okay, bin angekommen. Oh, what the fuck? Hast du eine Sternenfallfrucht gefunden? Du hast eine Sternenfallfrucht gefunden. Dein Verstand ist voller Gedanken an Nudeln. Deine maximale Energie wurde erhöht. Also, gegen Nudeln hätte ich jetzt auch nichts, muss ich sagen. Okay. Und ich kann hier unten angeln, also perfekt. Ich bleibe erstmal hier unten. Also du bist da bei 100 angekommen, nehme ich an. Ich bin jetzt bei 100. Geht es weiter nach unten? Ja, da ist direkt eine Stufe nach unten. Interessant. Ja, und das Erste, was ich daraus ziehe, ist natürlich Müll. Und das Nächste, was ich daraus ziehe, ist natürlich Müll. Könnte ich jetzt bitte einen Fisch bekommen? Ich möchte hier unten meine Fisch erwischen. Nee, kein Fisch. Ach, übrigens, ich habe einen Hammer gedroppt bekommen. Okay. Der macht noch ein bisschen mehr Damage, ist halt dafür langsamer. Also. Wenn du den haben möchtest, ich bleib beim Schwert. Nein, danke, ich bleib auch beim Schwert. Oh, ich muss, glaube ich, gerade mal gleich mal nachschauen, was genau der macht. Genau, 40 bis 55 Schaden, aber halt minus 2 Geschwindigkeit. Ist sogar Knüppelstufe 7. Und ich habe nur ein Schwertstufe 6. Ah. Eigentlich schon irgendwie zum Überlegen, aber halt irgendwie halt auch nicht, ne? Ich verstehe ich sehr gut. Ey, wieder nur Müll. Königin der Soßen. Kann ich endlich mal einen Tisch bekommen. Salat. Bla. Der Wahrsager sagt heute gut drauf und Wetter bericht. Habe ich gemerkt. Morgen kann es ein Tag sonnig. Wieder nur Müll. Angehört tatsächlich nur Müll. Okay. Reisspross. Ich bin ein bisschen
Oh. Standortdünger her. Also dieses Lava-Gebiet zieht sich tatsächlich noch weiter. Naja, okay. Mine verlassen. Das hier. Okay. Soll ich mal einen Diamanten verkaufen? Kannst, ich habe drei Stück im Inventar. Dann wissen wir, wie viel die bringen. Ja. Ah, einen Feuerquarz kriege ich aber verkaufen, komm. Bin mal nicht so geizig. Mal ein bisschen Geld in die Kasse spülen hier. In Spit. Wir haben nicht auf die Uhr geachtet. Was hast du? Nicht auf die Uhr geachtet. Ah, ja, ja. Ich bin Minenarbeiter Stufe 6. Ich kann jetzt Bomben herstellen. Diamant bringt 750. Pro Diamant? Ja. Nice. Hm. Oh, vielleicht bleibe ich doch ein bisschen länger in der Mine. Obwohl, nee, ich muss noch die Lachse fischen für den... Wetterbericht morgen wunderschön. Wahrsager sagt... Glück. Wir leben vom Land. Wenn du ein Bauer in einer kleinen Stadt bist, kann es gut sein, dass du zu einem... Bauernhofschau eingeladen wirst. Dafür brauchst du gewöhnlich eine Auslage von 9 Gegenständen, die dein Talent zum Besten repräsentieren. Achte auf hohe Qualität, hohen Wert und Vielseitigkeit. Fische, Mineralien, Handwerk, Früchte und Gemüse machen sich dabei sehr gut. Okay. Ich habe ganz viel Fisch und ganz viel gute Qualität an Fisch. Ja. Lieber Herr Enel, letzte Nacht haben wir sie, bla bla bla, Julia Markt. Ja, okay. Hat ein bisschen was gekostet. Hm. Ach, das hatte Diamant wieder rausgeholt. Ja, locker. Der Diamant hat das Zehnfache davon rausgeholt. Mehr sogar. Weil wir nicht viel hatten. Nein! Oh. Versehentlich draufgehauen. Und die Pflanze ist weg, also. Worauf hast du gehauen? Auf einen Mais. Auf einen voll ausgewachsenen Mais. Ah. Kannst du nur. Das heißt, ja, das ist eines davon, dass man immer wieder abernten kann. Gut. Aber ich gehe meine Spitzhacke abholen, bevor es zu spät ist. Ja, aber zuerst hier noch bessern. Sonst vergesse ich das noch vielleicht. Und wir haben hier eine neue Aufgabe. Morgen hat Elliot Geburtstag. Als Hilfe gesucht, brauche Joja Cola für Eingemachtes. Elliot.
Ja, warum nicht? Julia Cola kann man ja kaufen gehen. Oder fischen. Oder fischen. Aber ich gehe jetzt wieder in die Mine. Es lohnt sich ja. Ja. Also müssen wir nicht bei diesem Run wieder so viel Diamanten rausholen wie beim letzten Mal. Ich weiß nicht, was, wie waren die Geister heute? Glücklich. Ah, na dann sollte es vielleicht unter Umständen möglicherweise gar nicht mal so scheiße sein. Level 100. Ich glaube, ich habe keinen Fisch rausgezogen, weil ich keine Köder mehr habe. Muss ich auch wieder Gelbefarm gehen. Ja, machte das. So. Lege die Erzeugnisse in die leere Produktbox im Geschäft von Pierre. Okay. Ah, das ist die Box dort. Okay. Ja, ich sollte auch mal wieder ein paar Sachen einkaufen. Ich glaube, ich habe gerade was gefunden, das was wir möglicherweise noch brauchen im Community Center. Und so eine Krabbe. Ja. Beim Steine abbauen. Okay, Aubergine, Herbst, glaube ich, Senf, Süßkartoffel, 8 Preisebeeren habe ich gekauft, Weizen, Sonnenblumen, Feensaat. Ah, hier, Amaranth. Das ist auch 8. Weintraubensetzlinge. Und braucht es sonst noch was? Apfelsetzlinge. Wächst ihn zu einem reifen Apfelbaum heran, trägt ihm Herbstfrüchte. Wächst nur, wenn... Ja, okay. 4000. Amaranth. Weintrauben. Was gibt es sonst noch? Feensaat. Die kostet 200. Ne, das ist zu viel. Sonnenblumen haben wir. Süßkartoffel. Okay. Mit Eisenerz und Kohle kann ich Bomben herstellen. Ja. Oh, ich muss ja noch zu Elliot gehen. Ich will ja die Cola. Die Joja-Cola. Yep. So, ich bin bei Stufe 105 angelangt. Okay. Nach 5? Weit geht das noch? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, bei 100 wäre es Schluss. Scheinbar nicht. Oh Mann, und die Stufen nach unten finde ich gerade überhaupt nicht. Darf ich mal wieder meine ganze Energie verschwenden? Yay.
Oh, eine Magma-Geode. Zähnchen. Schon. Oh, wir haben schon wieder 31 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.